Okay. Okay, da, es gibt hier also eine Menge Spinnen, wie es aussieht. Na gut, ich würde mal sagen, next mission. Wo ist denn der jetzt? Ach, hier. Hey, Yoda, stinkender Sam, was ist denn los? Das Raumschiff der Außerirdischen benutzt einen Ansaugstrahl, um Eindringlinge in ihr Verderben zu saugen. Der schlechteste Special-Effekt, den es je gab. Aber es ist real. Der schlechteste Special-Effekt, den es je gab. Was ist das für ein cooler, schwarzer Wagen? Wenn meine Kenntnis über Science-Fiction-Filme richtig ist, was sicher stimmt, ist der schwarze Wagen ein Kundschafter für das Mutterschiff. Wenn du fertig bist, möchte ich meine letzten Stunden auf der Erde damit verbringen, mich über Filme im Internet zu beschweren. Das Geschenk zu leben ist bei dir vergeudet. Ich kann dir nur empfehlen, dir so einen Zombie-Wagen zu besorgen. Der wird dir Schutz gewähren. Aber der braucht menschliche Gehirne als Antrieb. Davon habe ich reichlich. Ja, genau, wir brauchen einen. Das hatte ich schon während der Sequenz vermutet. Okay, Zombie-Wagen, 500 Münzen. Springfield Friedhof. Alright. Ich meine, was haben wir denn für eine Wahl? Gut, wir werden allerdings noch einmal versuchen, die Sammelkarte. Eigentlich ist es auch nicht schlimm, wenn wir das später machen. Nö, das ist eigentlich wirklich nicht schlimm. Ah, Mann. Aber ja, wenn man es vorher hat, warum nicht? So, das Optische soll also das nur... Da ist doch Monty Burns drin, oder? Da ist Monty Burns drin? Ich hab's doch gerade gesehen. So, ich habe euch aber nicht eingesorgt, oder? Nee, ich will das jetzt einmal kurz überprüfen. Das sieht wirklich so aus, als wäre dann Mr. Burns drin. Tut mir leid. Aber die Kamera zoomt immer so blöd. Da kann man das doch extra so gewollt, ne, damit man nicht sieht, dass der da drin sitzt. Wenn da das wirklich ist. Ich weiß es natürlich nicht. Wenn du eine hübsche schottische Maus bist, in einem hübschen kurzen Kilt, verzeih dich! Wie ist das Job verändert? Aber seine miese Laune nicht. So, oi, Moment, ich will Hexenbissen, ich will Hexenbissen. Na gut, nehmen wir halt das hier, Skelettenvasen. Geil. Ey, hier ist ja alles abgesperrt. Der Bereich ist nur so klein. Warum? Was geht hier? Bestimmt können wir noch in das Mutterschiff, oder? Das wäre so cool. Ich hoffe, dass wir da noch rein können. Ey, nur eine Münze kommt da raus, oder was? Die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Coole Musik auch. Das Level gefällt mir bis jetzt sehr gut. Auch wenn es ziemlich schaurig ist und mich sehr an eine Halloween-Folge von den Simpsons erinnern würde. Das war schon vorher so. Aber warum das sowas nicht in ein Spiel einfügen, ne? Warum nicht? Habe ich absolut nichts gegen. So, aber erst Münzen natürlich auch wichtig. Okay, hier gibt es eine Bonus-Mission, das merke ich mir schon mal. Von Smithers, was könnte der denn von uns wollen? Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Okay, ah doch, hier ist eine Weste. Und ich habe da vorne auf dem Dach gerade ziemlich viele coole Münzen gesehen. Oh, was schreien. Also viel hat sich verändert in Springfield. Natürlich, die Alien-Invasion geht hier jetzt los. Und auf Ladlet gibt es noch eine Sammelkarte. Aber ziemlich einfach versteckt eigentlich. Na gut, hier haben sie auch nicht viele Verstecke. Ich meine, wir waren schon dreimal in diesem Abschnitt von Springfield, wenn man so will. Oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, ja, mit einmal mit Homer ganz am Anfang gespielt.
Dann noch einmal mit Mart im vierten Level. Und natürlich jetzt noch einmal. Aber das ist dann, glaube ich, auch das letzte Mal. Zeitreise-Toaster. Okay, Moment. Erstmal das Spiel speichern, weil wir haben hier verdammt viele Münzen bekommen. Dass man die Maus will, das behindert mich nur. Okay, und dann, Gott, nehmen wir mal einen Leichenwagen. Friss meinen Staub! Mit lila Blinklichtern. Denkt sich Medium. Nee, da habe ich schon was Bestes gelenkt, aber auch ziemlich langsam. Und viele Geister hier in der Umgebung übrigens. Versuchen wir es mal. Ziemlich schaurig. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Pagan? Was bedeutet denn Pagan? Oder Pagan? Müssen wir nachher nachschlagen. So, ich bin voll abgerissen. Scheiße, hä? Die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Hat der Jebus gesagt? Ne. Die wollen von mir wirklich, dass ich über solche springenden Teile springe. Ich meine, schwimmenden Teile, habe ich gerade springenden Teile gesagt? Kannst du knicken. Das machen wir später. Nee, das wurde aber auch Zeit. Aber jetzt. So, wir müssen. Oh Moment, ich bin schon dran vorbeigefahren. Nein. So, einmal Level Fortschritt. Sollen es in 1 und 7, okay. Weil ich habe ja schon angesagt in einem letzten Part, dass wir halt, bevor wir die letzte Mission tun, machen, whatever, noch einmal sämtlich Sammelkarten und so weiter sammeln, damit wir die 100% auch voll kriegen. So. Dann schauen wir mal, ein Zombie war, okay, den sollten wir auch kaufen. Aber 500 Münzen haben wir. Schwarzseher, finde heraus, wenn das Auto der Außerirdischen fährt, folgt dem Auto. Bestimmt Monty Burns Auto, ey. Ich könnte aufwenden. Hey, das sind ja meine Nachos. Dass der doch dahinter steckt. Cooles Auto. Lenkt sich gut. Nimm das. Aber auch ein bisschen creepy. Ich hab die Kontrolle verloren. Alter, nein, ich wollte ganz weit fliegen. Ich wollte die Abkürzung nehmen, ne? Rette mich, Jebus. Nee, das ist nicht witzig eigentlich. Da sollte ich mich zusammenreißen. Also so ein Flugwagen oder was? Und ist schon am Rauchen. Ja, und One Level auch. Gut, wenigstens kriegen wir keinen One Level. Als hätte ich fast meinen Drink verschüttet. Moment. Ich will auf jeden Fall noch einen Schraubenschlüssel. Aber hier gibt's keinen neuen. Das ist doch so gewollt, dass es keinen gibt, oder? Wisst ihr was? Dann machen wir mal neu starten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch so viel Geld brauchen. Lass es mal fahren, Volltrottel! Okay, fahr. Ich fahre dir hinterher. Mit meinem geilen Zombiewagen. Ey! Dummes Boot. Bitte verklag mich nicht. Fahr nicht so schnell, Alter. Der Verkehr ist gerade richtig mies. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Ja, das stimmt. Ach schon. Nee, das stimmt nicht. Es ist schwieriger, als es aussieht. Wegen der Lenkung. Ja, ihr steuert das Ganze nicht. Ihr seht mir ja nur zu. Wie es aussieht, brennt der Besen auch ziemlich schnell. Nur so ein Gefühl. Mann, jetzt bietet doch nicht so. Ja, ich habe gewusst, dass er durch den Friedhof fährt. Oh nein, 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 nein. Ja, macht man einen Fehler. Wir fahren bestimmt zum Mr. Burn Anwesen, oder? Oh shit.
die Rache. Ja, na Logo, fahren wir denn? Wohin denn sonst? Bitte, fahr doch mal da lang, wo ein Schraubenschlüssel... Ey, hier müsste aber doch mal ein Schraubenschlüssel sein, oder? Oder wollen die wirklich das abkacke? Oh, wir haben es schon geschafft. Das war zu einfach. Was ist hier denn passiert? Ja, das war Nike Pro. Haben wir unser schönes Auto zerstört. Erstmal ein bisschen die Umwelt ein bisschen belasten im Spielen, die Spielung wenn ich echt, ich bin kein dummer Mensch. Komm, hau hin. Okay, wir brauchen nämlich Geld und die Kamerawespen wollen wir sowieso alle kaputt machen. Komm, wir steigen mal hier die Treppen hoch und gucken, was da oben so alles ist. Ey, da muss doch hochkommen. Ah, ein weitere Geldversorgung. Schade eigentlich, ich habe mit etwas anderem erwartet. Boah, im Kraftwerk sieht es auch nicht so gut aus. Ja, ganz Greenfield ist verwüstet. Was soll man da machen? Einfach ziemlich creepy das Ganze. Wenn ihr mich fragt. Oh, und wir haben eine sehr gute Frame-Anzahl. 40 Frames, sogar mehr. Pam. Und... Ups, nein! Oh, hoffentlich war oben keine Sonderkarte gewesen, das wäre so ärgerlich. Ich bin froh, dass du da bist, mein krankhaft fetter Verbündeter. Aufgrund meiner Mathe-Ulationen habe ich herausgefunden, dass die Außerirdischen einen Schwachpunkt haben. Und der heißt Atommüll. Inwiefern betrifft das mich? Damit könnten wir dich und deine Familie retten. Und? Ich habe mein Vehikel mit Atommüll aus dem Kraftwerk beladen. Diese Giftladung werde ich zum außerirdischen Raumschiff bringen, obwohl ich damit mich und mein köstliches Gehirn den Zombies als Imbiss darbiete. Was für ein Held! Und ich weiß nicht mal seinen Namen. Professor John Frank. Du bist immer noch hier? Taschenschutz. Beschützt Professor Frank von Aliens, bringen Atommüll zum Raumschiff. Versuchen wie soll ich ihn denn beschützen? Achso, ich dachte das steuern, ne? Super. Oh, in seinem fliegenden Auto ist mir erst jetzt klar geworden. Alter. Vorsicht! Der fliegt da mit links rüber, oder was? Hilfe! Oh Mann, am Brink, ey. Ich hoffe, ich kann nicht drauf gehen. Abkürzung. Wer den nicht nimmt, ist klar im Nachteil. Puh, wie soll ich das denn jetzt gleich angehen? Ich liebe die Gesetze der Schwerkraft jeden Morgen. Ich weiß nicht. Halt, wir nehmen hier jede Abkürzung mit. Kopf. Ist auch so gewollt. Scheiße, hier sind wir. Was kriegst du mit King Homer zu tun, wenn du es wagst? So, bitte, lass nichts vor uns spawnen. Das war bald. Doch, nein, natürlich. Ark! Zusammenstoß unausweichlich! Braves außerirdisches UFO. Jetzt muss ich mich nur noch von diesem anderen. Oh nein, nein! Ah gut, das muss ich sowieso machen. Ah, die was? Wenn ich diese Stadt überwachenden, schwarze Autos fahrenden, Cola vergiftenden, Laser installierenden Merle.